Okay, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part des Pandoras Tower Let's Plays. Im letzten Part haben wir die Auenwacht so gut wie erledigt. Und ich stehe jetzt nicht in Auenwacht. Das hat einen guten Grund, weil ich offscreen ein bisschen was gemacht habe. Und das will ich euch zeigen. Zunächst sind Kleinigkeiten nur. Zunächst habe ich wieder ein bisschen gelevelt. Ja, hier Statuswerte. Vielleicht seht ihr es ja, wir haben jetzt ein Slot mehr frei. Ein Slot. Moment, ich muss mal den Sound wieder runterdrehen, weil er mir zu doll auf den Ohren drückt. So ist es schon viel besser. So. Alles klar, wir haben einen neuen Slot frei. Wer sieht es da oben jetzt? Ich meine, den hatten wir noch nicht. Und den wollte ich gerne ausnutzen für das Kriegsamulett. Das batschen wir dahin, um noch ein paar KP dazu zu bekommen. Dadurch haben wir jetzt schon ordentlich KP. Level ist, glaube ich, auch ganz okay, muss ich sagen. Und, wer seht ihr es? Der Zero kann, hat 60 Kapazität in seinem Inventar. Aber ungewollt, ich wollte eigentlich ein bisschen die Beziehungsleiste von Helena aufbauen. Nein, habe ich nicht. Obwohl, doch. Nee, habe ich nicht. Genau, das ging hier bei Herstellen nämlich. Ich wollte nämlich schon was Schönes machen, damit wir ein paar mehr Erfahrungspunkte haben. Und das ist nämlich dieses hier. Das gebärtes Leder oder gegärtes Leder. Müsst ihr euch machen, ist eigentlich ganz leicht. Da seht ihr es. Zwei Pelze, Nymphenwasser, Quecksilber. Geht ganz schnell. Von daher könnt ihr es machen. Erhöht eure Kapazität eures Rucksacks nochmal. Von daher ziemlich nice. Ja, Gold haben wir auch ein bisschen. Von daher nehmen wir davon auch ein bisschen was mit. Noch ein, obwohl, noch ein Vestrier, was hätte ich gerne. Für den Endboss. Obwohl. Ich weiß nicht. Hätte ich noch gerne eins? Ja, komm. Man soll, nicht, wie heißt du, klotzen und nicht kleckern. Und das machen wir auch nicht. Ah, scheiße, ich hätte noch reparieren müssen. Marfda, du Kachbar, komm zurück. Immer noch nicht. So, reparieren. Gut, die können wir noch reparieren. Das heißt, wir haben noch ordentlich einen Boost von Angriff bekommen. Das heißt, wir sind on the top. Wir wissen ja, wo die Kette ist. Wir wissen auch, wo der Endboss ist. Ich habe mir das so angeguckt, ja nochmal in dem Video, was ich gedreht habe. Das war ja auch wieder 3 Tage her. Aber, meine Freunde, ihr müsst wissen, der gute Zero trainiert ja auch Level auch und da sieht er ja auch, wo die Ketten sind. Und mir ist. Oh, ich bin fast von den Schuppen, von den. Wir sind fast die Schuppen. Ich habe gar keine Schuppen, aber. Mir sind fast die Haare ausgefallen, sagen wir so. Wie dumm ich war. Also, das war echt dämlich. Dämlich, dämlich, dass ich das nicht gefunden habe. Fleisch vertrocknet. Ah, scheiße. Deswegen wollte ich das abgeben. Fuck it. Ja, ja, egal. Wir müssen eh noch mal. Obwohl. Oh, die Musik ist immer noch zu laut, ey. Ich hasse, dass sie zu laut ist. Weil dann dröhnt das so da auf den Ohren. Es tut mir wirklich leid an die Leute, die die Musik so hart feiern, aber ich werde das bestimmt, also die Hintergrundmelodie in der Aufnahme vergrößern, wollte ich gerade sagen. Erhöhen für euch, weil Pandoras Tower viel länger und so kommt man ein bisschen am schnellsten nach oben, habe ich gemerkt. Immer schon hochziehen und da oben ist noch was, habe ich gemerkt. Was ist denn das? Öl, okay. Wusste ich auch nicht, dass man das hier kriegt und seltsamer Körner liegt hier auch rum. Ob das jetzt das Item da, ich weiß es nicht, ob ich das jetzt holen soll. Wenn ich vielleicht offscreen nochmal mache, habe ich jetzt aber jetzt keine Lust zu, weil, what the fuck. Hier ist ein, ja, hallo. Ich nenne die einfach mal Rollata. Wir nehmen die Abkürzung wieder hier hoch. Nehmen den hier anderen rum. Und warten, bis das Fragment hier unten rauskommt. Was war das denn, eine Wolke? I don't know. Aber das ist immer egal. Wir fahren einfach mal hier hoch und gucken einfach mal, was hier abgeht. Ja, das ist es schon. Wir sind eigentlich schon richtig. Und zwar, da seht ihr die Kette. Ich habe gedacht, das führt zu der anderen Seite hin. Dass wir da hinten hin müssen. Aber nein, meine Freunde. Wir müssen hier unten lang. Und hier unten, wo ich schon dachte, wir haben die Kette, ist sie noch hier. Das heißt, wir haben die letzte Kette. Wir wissen, wo der Boss ist. Und die Kette ist zum Greifen nah. Das heißt, wir haben den Dungeon so gut wie erledigt. Töten hier das letzte Viech. Noch 71 Münzen. Ja, sehr nice gefarmt habe ich auch. Ich habe viel Heilmittel. Benutze ich also wie nie. Schwere Münzen nochmal. Nice. Ich habe viel gefarmt. Ja, auch ein Speer. Was war das? Speersplitterflucht oder Felsen war das, glaube ich. Viel warmes Fleisch und sowas bekommen. Und wenn man viel warmes Fleisch abgibt, bekommt man auch sehr geile Items von da. Wie heißt der? Marv da. Nur zu empfehlen. Also für alle, die irgendwelche Wächtersteine. Okay. Können wir noch anlegen. Könnten wir. Aber, ne. Lass ich mal, weil das ist mir einfach zu unsicher. Moment, war es wieder cool. Bam. Bam. Und. Zack. Kala. Das war's mit der Kette. Und. Boom. Open the door. Ding dong. Klingelstreich. Mann, jetzt habe ich die Tür geöffnet und kein Kind war da, der seinen Klingelstreich ausführen wollte.
So ist das, mein Freund. Ist hier noch irgendwas in den Ecken? Deswegen habe ich lieber das Vestrilwasser geholt, weil ich mir nicht sicher war, ob wir noch Vestrilwasser vor dem Gegner bekommen. Weil vor dem Tor war ja keins mehr. Von daher ist es eigentlich wichtig, dass wir jetzt aber nichts bekommen. Meilenstein erreicht, wir haben genug Zeit. Ein komplettes nasses Fleisch war das. Ich bin mit warmem Fleisch reingegangen, weil ich Henna lieber warmes Fleisch gebe, anstatt das Gammelfleisch. BSE verseuchtes Fleisch. So sieht's aus. Und ich hoffe, wir kriegen den Master noch einen Sympathen. Wenn ich das hinkriege, heißt das. Ich habe auch keinen Plan mehr, wo der war, genau. Deswegen entschuldigt mich, wenn ich jetzt noch ein bisschen suchen muss. Aber jetzt lasse ich auch eine Aufnahme drin. Wenn es ist, der Mann. Entschuldigung für das Versprechen, aber ich weiß jetzt auch nicht, was mit mir los ist. Ach, guckt den Minecraft-Part, da seht ihr, was ich morgen hab oder auch nicht. Deswegen könnte ich ein bisschen wirr sprechen, wirres Zeug und. Komm, das schaffen wir noch. Zack, gut, haben wir noch geschafft, nice. Den oberen schaffen wir wohl nicht mehr. Nee, der wird sich einfahren. Schade, 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 schade. Okay, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir nach oben kommen. Es war ganz oben, das weiß ich, dass wir ganz nach oben müssen. So, Kette ungewollt. What the? Bitte, 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 bitte. Dankeschön, Aaron. Hier oben war das doch, oder? Ich meine schon. So, hau ihn um. Zack. Jetzt müssen wir noch entweder nach links oder rechts. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, wir müssen hier lang, genau. Klapp wieder um. Ich bin jetzt echt nicht sicher, also ich muss jetzt echt ein bisschen nachdenken, wo das war. Das war nämlich auch schon wieder 3 Tage her, weil ich habe die Aufnahme zum Beispiel jetzt... Ja, es war hier ungefähr, glaube ich. Hier müssen wir lang. Ja. Ich bin mir very, very serious. Aber diesmal auch wirklich. Scheiße, das kriegen wir nicht. Boah, das war jetzt aber echt riskant, kann man sagen. Das muss ich richtig einfahren, ne? Okay. Gut, den haben wir. Oh, okay, bah, bah, bah. Was ist hier denn? War hier was? Ah, hier, der hier war da, ne? Dann mussten wir uns gleich hier ranhängen, an den da, oder? Jawohl, haben wir hingekriegt. Nice Sache, ich glaube, hier war auch irgendwo der Boss. K-O-Doppel-L-E-G-A-H, Kollege der Boss. Und das Switching. Nee, das war gar nicht der Switch, das war der Schwitz. Das war, ah, stimmt, wir müssten hier gar nicht hin. Das war irgendwo anders, wo wir hin müssten. Und, boah, ich habe vergessen, den Knopf zu drücken, ey. Total verschwitzt, vergessen, so ein Schrott auch. Mann, ich muss es wieder überlegen. Es tut mir echt leid, Leute. Es tut mir echt leid, Leute. Ja, kacke, wir müssen gleich eh nochmal wieder hier Fleisch aufproben, wie es aussieht. Scheiße, ey. Das gefällt mir gerade gar nicht, ey. Dass wir hier so viel Zeit verschwenden, ey. Boah. Los, pom, 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 pom. Wir haben keine Zeit. Und die Zeit ist eigentlich kein so großer Feind von uns. Wir haben eine Saisonscherbe, von daher, wenn es so gefährlich wird beim Boss, können wir die auch noch verwenden. Also ich mache mir da gar keinen Kopf. Und dieses kleine Zeit ist so eine kleine, wie heißt es, kann man sagen, das ist eigentlich der größte Gegner und das finde ich eigentlich so interessant im Spiel, dass man nicht nur, das normalen Action-Spiel ist es ja, ganz aufgebaut, ja, das und das machen und dann ist alles zu Ende, aber hier ist das, ich fand das richtig geil, dass das so aufgebaut worden ist, dass man auch den Zeit so als Gegner hat, so als kleines Feature, Mine, viele hassen das, aber wie gesagt, ich stehe auf solche Sachen und what the fuck, spring nicht vorbei, Aaron, Aaron's Kid, ey, waren wir hier? Ach ja, stimmt, hier war die Scheiße. Hier war die letzte Kette, die haben wir jetzt ja auch. Das ist nice. Also, wir müssen jetzt erstmal die Wege ausschließen und wie wir ausschließen können. Also, auf jeden Fall haben wir jetzt ein ungefähr Bestienfleisch aufgefüllt, mäßig Fleisch. Von daher wäre das gar, ist das gar nicht so schlecht. War das hier rum oder? Ja, es war hier rum, oder? Ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher. Deswegen, wir werden einfach mal gucken, was hier abgeht. Was da los, da los, da los. Und dann, ja. Kein Plan. Wir müssen auf jeden Fall nicht hier rumdrehen, das weiß ich, oder? Ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher. Ich muss jetzt mal so ein bisschen nachdenken. Ja, das kann ich auch. Aber auch nur manchmal. Was war hier denn? Dritte Etage. War das hier vielleicht? Nö, hier war ein Maulwurf. Hier liegen wir lieber um, damit wir noch ein bisschen Fleisch haben. Ach stimmt, die können wir gar nicht umlegen. Ja, ich hab vergessen. Müssen wir jetzt den Helm abziehen. Oh, komm mal her, Alter. Alter, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich muss gleich... Ja, eigentlich habe ich doch Zeit. Also ich habe Zeit zum Zocken und... Ja, danke schön. Die Maske ist weg. Oh, Majoras Maske. Oh, ich liebe dieses Spiel. Jede Maske. Immer wenn ich Maske sage, denke ich an dieses Spiel. Jedes Mal. So, wir pullen zu Tode und bam. Alki-Style. Bam. Boom. Wer hat gewonnen, den Ram-Duell? Er, leider. Oh, das machen wir nicht mit, das Ram-Duell, weil langsam wird mir das doch gefährlicher, als es aussieht. Und dann liegt er auf den Brettern. Eine Combo zum Abschied und das war's. Gut, ich glaube, hier waren wir es aber auch nicht. Ich bin jetzt überhaupt nicht sicher. Warmes Fleisch, boah, nice. Dankeschön. Geiler Drop. Ich muss... Boah, scheiße, ich muss echt überlegen, ey. Wo waren wir im letzten Part? Wo sind wir denn hingelaufen, ey?
Scheiße, scheiße, scheiße. Auf jeden Fall, die Kette haben wir. Ich meine, das war doch hier hoch, oder? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir hier hochgegangen sind. Irgendwie. Ah, stimmt. Ah, Kacke. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Sommerzeit, krasser Scheiß. Für eine Mark. Eine Tüte verloren. Wasser. Eis. Arzt. Ätzbombe. Ich wollte gerade Arznei sagen. Aber so, Ah, stimmt. Die Scheiße war das. Ja, ja. Ich erinnere mich. Also, wenn wir die Boss heute nicht komplett machen, das heißt, ich muss wieder zwei Parts gleich aufnehmen. Was mich ziemlich ankotzen wird, aber hey, ihr seid mir wichtig, ich weiß. Ihr seid eine treue Community und das ist das Tolle an dieser Community. Sie ist so treu. Wir bleiben treu. Oder wegen das Lied? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es geht. Wir bleiben treu. Jetzt habe ich voll den Ohren von diesem Wort treu, treu, treu. Aber das war auch irgendwie bei Pokémon, ne? So der, wie heißt hier? Champion Draft von Smart oder so, ist er auch treu, oder? Ach, scheiße, jetzt weiß ich, warum wir das machen müssen. Wir müssen hier lang, ne? Scheiße, das schaffen wir nicht mehr. Ah, scheiße! Ja, das ist der Vorführeffekt mal wieder. Wie gut, wie immer. Aber, sollten wir hinkriegen, ist jetzt auch nicht so schwer, das Rätsel. Habe ich ja, glaube ich, schon öfter gesagt, dass das hier alles keine große Sache ist. So, und jetzt. Boom! Und jetzt hier rüber, und dann sollte es eigentlich auch. Klar. Ne, Aaron schafft den Sprung nicht. Aaron schafft den Sprung nicht, oder? Doch, boah, Aaron, ich bin stolz auf dich und deine Mama und dein Papa sind auch mega stolz auf dich, das weißt du hoffentlich. Und das hat sich gereimt, der komischerweise. Und hier ist das, glaube ich, ne, oder? Vierte Etage? What the fuck? Nein, da wollten wir nicht hin, wir wollten noch to the boss. Big Boss, Big Boss, Gangster, Rap Big Boss, da war das doch, bis du Crip walkst. War das hier? Treppe hoch? War das diese Treppe, die so viele Stufen hat, dass man sie kaum zählen kann? Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir das so schnell wie möglich jetzt hinkriegen wollen. Wir müssen auf jeden Fall die Illusionsscherbe wahrscheinlich einsetzen, weil das Fleisch ist echt schon knapp. Und ja, hier war's. Nice. Ich lasse die Gegner erstmal getrost aus, oder sind wir kurz vor Level Up? Verlockung ist groß, ey. Verlockung ist so groß. Leute, tut mir leid, aber das Level Up geht vor. Das muss ich ganz klar sagen. Dass das Level-Up hier vorgeht, weil da können wir mit mehr LP da reingehen in den Dungeon und so LP ist auch schon wichtig, muss ich sagen. Und wir machen hier Combo Mania erstmal, um den hier auf die Bretter zu legen, weil wir ein Motherfucking Mofo sind, wie jeder weiß. Und es hat nicht gereicht, ey. Also war es doch umsonst. Metallstück, naja. Aber warum hat das nicht gereicht, ey? Das war doch eigentlich ordentliche Power eigentlich. Ist da noch einer? Da ist noch einer, oder? Na, hier ist keiner. Okay, Leute, würde sagen, auf, to the boss. We're opening the door. Und was erwartet uns hier? Meilenstein erreicht. Oh nein. Ich guck mir das Ding erstmal an. Alles leuchtet hier, also muss das hier irgendwie ja sein. Wie machen wir den denn? Wir schlagen erstmal hier zu, vielleicht macht er ja ein bisschen, vielleicht gehen hier kaputt die Teile. Oder auch nicht. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ah, er verändert seine Farbe, seht ihr das? Er hat seine Farbe geändert, das heißt, es muss richtig sein. Von daher nochmal mega Combo Mania jetzt erstmal hier. Und. Aber irgendwie bringt das nichts, ne? Aber. Keine Ahnung, wir schlagen einfach mal drauf und gucken, was passiert. Mit dem Guten hier. Oder vielleicht wechselt er einfach nur seine Farbe. Ich weiß es nicht. Also von daher. Richtig strange, ey, das Ding, oder? Keine Ahnung. Ob das ein Boss ist oder nicht. Sehen wir ja spätestens jetzt, oder? Wir können auch nichts sehen wie ziehenmäßig, oder? Doch, jetzt hier. Geht's jetzt los? Hallo? Ist das so ein Schieberätsel oder was? Ach, da vorne ist doch was. Das sieht doch aus wie ein Kopf oder sowas. Hier, jetzt müssen wir dich vielleicht angreifen oder was? Ah, jetzt macht er hier. Es fängt an oder was? Ah! Okay. Wie es aussieht, haben wir ihn schon. Nein! Nein! Bitte zieh noch, scheiße. Wir haben ihm nur ganz wenig Schaden gemacht. Ich wollte noch pullen, ey. Endlich geht's los hier, ey, mit dem Schrott.
Aber scheint doch irgendwie zu funktionieren, die Taktik mit dem Drehen. Auch mal ganz geil, so ein bisschen drehen. Wo ist er denn? Okay, so können wir unsere Kette mal aufpullen, das ist auch nice. Aber ich glaube, vielleicht wird er auch gar nicht so schwer. Aber es ist wieder was ganz anderes, was mir wieder geil gefällt. Da, da ist er, da ist er. Nein, scheiße, scheiße war das knapp, ey. Boah, Leute, das war wieder so ein Ding. Da denkt man sich, ja, scheiße, da wäre was noch gewesen, ey. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich bin fest der Meinung, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich glaube, keine Ahnung, ob wir das richtig machen oder nicht. Ihr sagt ja immer, ob ich das falsch mache, aber meistens ist es ja so. Ja, aber, ah, stimmt, jetzt pullen die, glaube ich, irgendwie hier die Arme kaputt oder die Teile an der Seite. Ist das möglich? Keine Ahnung, ihr müsst mir dann irgendwie in die Kommentare später schreiben, ob das so richtig war, wie ich den gemacht habe oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Von daher egal. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Genau, der pullt jetzt hier so. Dann muss er da gar nicht kaputt gehen, ne? Oder? Ja, so ist er. Ich habe ihn, glaube ich. Oder? Ne, ist er hier? Hä? Hä? Jetzt geht er hier auf, oder? Er muss doch hier aufgehen jetzt. Keine Ahnung. Ob das so richtig ist oder nicht. Egal, gucken wir einfach mal, ob was hier passiert. Waschdalo, Schalo, Schalos. Ich habe mir das irgendwie von Edoshix angewöhnt. Also nicht wundern, warum ich das jetzt immer sag oder auch nicht oder keine Ahnung. Aber irgendwie macht er nicht das, was ich will, glaube ich. Ich will ihn ja irgendwie hier rumbringen, dass er da das Meisterfleisch aufmacht. Was macht er ja irgendwie nicht, ne? Der macht ja nur das Ding auf, was ich nicht haben will. Oder? Verstehe ich das irgendwie falsch? Aber macht er nur das auf, wo ich nicht ziehe? Wäre eigentlich ziemlich ungewöhnlich für einen Endboss. Aber der macht auch nicht viel Rapperz irgendwie, ne? So, irgendwie ist der Chili Vanilli, aber irgendwie Strange Vanilli. Ja, kann er. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt komm, komm, komm. Boom. So, das war auch nicht Schaden. Nice. Gut, Vestrier, was halte ich bereit mal? Damit wir ihn noch gleich ordentlich Schaden pullen können. Wir warten jetzt einfach mal ab, ey. Also hier, die Viecher, die machen wir eben tot, ey. Die nerven mich irgendwie abfuckmäßig doll. So, was machst du hier, das Auge? Kann man das auch kaputt machen? Kann man, okay. Vestrier, was da brauchen wir hier? Ah, ich pull lieber erstmal voll wieder. Weil es sich ja anbietet, eigentlich wie Prostituierte, weil. Ja, wir können ja nicht so schön rumlatschen wieder und dann können wir warten, bis er den voll gemacht hat. Eigentlich brauchen wir gar kein Vestrierwasser, ne? Also. Geh mal weg, dann gehen wir zur Seite. Danke. So, wir warten, bis er den aufmacht. Da hinten. Oder, ne, wenn wir ihn drehen, dreht er ja weiter. Wir müssen ihn ja so lange drehen, glaube ich, bis er da hinten auf ist. Ne? Also so ungefähr funktioniert das, glaube ich. Ja, genau. Und jetzt. Hä? Jetzt muss ich den noch hier reinstecken dann, oder? Oh, nein, nein. Komm schon, danke schön. Das war doch noch Schaden gemacht. Okay, war doch noch ziemlich nice, okay. Und wenn der Boss bis 25 Minuten geht, lasse ich die Aufnahme bis 25 Minuten natürlich drinne. Wenn nicht, dann muss ich es natürlich wieder cutten. Tut mir leid für alle, die keine 25 Minuten Folgen mögen, aber für die Leute, die einen ganzen Part voller Bossen sehen wollen, kriegen natürlich den Part auch voller Boss. Deswegen mache ich das so, wie ich das dann am richtigsten halt, sage ich schon. Wie ich das am besten halt. Ich muss jetzt wieder zurückdrehen, glaube ich, ne? Ja. Ja, ich habe das jetzt falsch. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Wir mussten immer zu den offenen Teilen ziehen, auch wenn das irgendwie klar war, aber. Ja, der Boss ist irgendwie nicht so groß. Der macht mir irgendwie. Der ist irgendwie so strategisch. Irgendwie nicht so lustig, spaßig. So strategisch mehr. Das ist irgendwie nicht so mein Style. So, drehen noch. Ja, den haben wir ihn jetzt. Und. Komm her. Und. Boom! Das war schon Rage-Modus. Und. Was macht denn jetzt anders? Das würde mich jetzt mal interessieren. Falls ich einen Cut mache, dann ist er jetzt. Gut. Für alle, die jetzt denken, es ist, wenn das weiter, wieder auf noch weiter läuft, wie gesagt, dann läuft es weiter. Okay, wie machen wir das? Jetzt hat er, was hat er denn hier anders gemacht? Jetzt hat er da diese Absperrung reingehauen. Müssen wir irgendwie aufpassen jetzt. Was wir hier machen oder nicht. Ja, jetzt haben wir ihn eigentlich ja wieder. Pull, okay.
Ja, er springt dann immer sofort hoch. Das ist scheiße. Wow, what the fuck? Hier rastet der voll aus irgendwie mit den Stacheln. Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal Vestrilwasser verbrauchen, weil... Obwohl, das ist eigentlich voll unnötig hier bei dem Boss. Das ist ohne Witz, bei dem Boss ist das irgendwie echt unnötig, das Vestrilwasser jetzt einzusetzen. Meiner Meinung nach. Und von daher lasse ich es auch erstmal. Er wandert jetzt noch weiter. Jetzt muss er eigentlich hier wandern gleich, ne? Oder? Jetzt hört er mal, jetzt macht er wieder seinen Sprung, oder? Kein Plan, wie er das jetzt macht. Ja, er springt nochmal hoch, landet auf dem Boden, macht seine komischen Rasterlocken da. Jetzt zieh. Jetzt muss er ja eigentlich hier auf sein, oder? Na, hä, warum ist er nicht hier auf? Ich verstehe das nicht. Mann, das ist echt ein bisschen strange. What the fuck, da hat uns erwischt, ey. Da hat uns erwischt. Das erste Mal, ja, das ist schon öfters, aber das erste Mal dumm erwischt, muss ich sagen. Mann, komm her. Jetzt macht er wieder seine Kraftwelle. Bam. Alki-Style. Mach doch einfach mal deine scheiß Hülse auf. Oh, scheiße, wir müssen auf Zeit achten, ein bisschen, ne? Kacke, habe ich hier überhaupt nicht dran gedacht jetzt, ey. Ach, hier können wir gar nicht durch. Ist ja auch geil gemacht worden, ne? Wir haben doch nur die halbe Fläche, oder was? Komm mal her da mit der Teil. Komm mal her. Dreh dich mal, du Beyblade, verarme. Können wir hier woran? Das wäre echt nice. Ne, können wir nicht. Schade eigentlich, schade. Ja, toll, jetzt werden wir hier sofort aufgespießt, was und alles kaputt, ey. Alter, das regt einen jetzt aber auf, ey. Das ist jetzt echt blamabel. Blamabel, gibt's das Wort überhaupt? Klar. Ich hab's erfunden. Ich bin kein Schweißer. Jetzt drehen wir die hier die ganze Zeit rum. Wir müssen jetzt. Jetzt müssen wir die hier drehen, ja, dass der da an das Loch reinkommt. Noch ein bisschen. So, jetzt sollte das ungefähr klappen. Da ist das, da ist es, da ist es. Nein! Du kleiner Bastard! Scheiße! Und schon wieder voll reingelaufen, ey. Das ist ein Problem irgendwie hier. Komm mal her. Ja, wird auf jeden Fall Spat, Cut. So Leute, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao. So meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Pandoras Tower mit mir Zero of Time und ihr wisst Bescheid. Wir sind hier beim Boss in der Augenwacht und wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich hier den Powell, damit wir nicht zu viel Zufriedenheit bei unserer guten Helena vergeulen, aber er sieht ziemlich schlecht aus. Der Boss braucht seine Zeit und wir haben keine Zeit, das ist das Ding. Wir müssen jetzt irgendwie die freie Stelle wieder suchen und das Ding dahin ziehen. Aber das Problem ist dabei. Ich weiß nicht. Da ist das. Da ist die freie Stelle. Ja. Ja. Wir haben es jetzt eigentlich, oder? Hä? Pull! Pull doch! Danke! Okay, Leute, es wird doch noch in den Part reingepasst. Yeah! Woohoo! Bitch in your motherfucking face! Also vergiss das. Herzlich willkommen alles. Das sollte eigentlich ein Spat werden, aber es ist ganz unprofessionell und. Ich hab gedacht, der explodiert ist ganz dramatisch und wollte so richtig so BOOM schreien, aber nein, das hat er nicht. Und die Kraft ist meist auch für die hergestellt, Leute. So, und jetzt bereit, du willst natürlich einsammeln und dann geht's hier raus aus dem Alki-Style hier. Natürlich haben wir jetzt ordentlich Punkte an Helena verloren. Das ist mir bewusst, aber ich gebe das Fleisch auch jetzt gleich. Die kann so lange erstmal verhungern, würde ich sagen. Ja, lauf zurück, Aaron, zu deiner Liebsten. Eieiei. Ja, ist der Scheiß natürlich, dass wir jetzt Punkte verlieren. Ziemlich ärgerlich, würde ich sagen. Aber also, wir müssen da durch. Und ja, ist dann eben so, ne, erstmal. Ich würde sagen, meine Freunde, ich speichere erstmal ab. Achso, wir müssen jetzt Helena Meisterfleisch geben. Können wir auch abspeichern? Ja, das können wir jetzt machen. Von daher würde ich sagen, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen. Und bis zum nächsten Part. Wegen Überlänge nochmal sorry. Ciao.